Ich mache relativ viel Evangelisationen. Wenn ich dann so meine Evangelisationsthemen vorschlage, ist da immer von Jesus die Rede. Oder so klar von der Bibel, dass man es nicht missverstehen kann. Dann sagen die Leute mir, ja, das kommt bei den Leuten nicht an. Ja, sage ich, das interessiert mich doch nicht, ob das bei den Leuten ankommt oder nicht ankommt. Dafür bin ich nicht da. Ich bin doch nicht der Hampelmann für die Leute. Ich bin der Diener vom lebendigen Gott und ich bin der Diener dieses Wortes. Das ist mir vollkommen egal, ob die Leute schreien, klatschen, buhrufen. Ich muss nur gegenüber dem lebendigen Gott verantwortlich sein. Er, der sich mir in seinem Wort offenbart.